Heute bei uns im Interview Clouseau. Hi, schön, dass du da bist. Grüß dich. Beziehungsweise, dass wir zu dir kommen dürften, um mit dir ein bisschen zu plaudern. Clouseau, der Name kommt aus dem Film Rosa Rosa Panther. So, in Anlehnung an Inspektor Clouseau. Ist das denn dein Lieblingsfilm? Nein. Es ist ein Film, den ich sehr cool finde, weil ich Peter Sellers cool finde, den Schauspieler. Und es ist ein Name, den ich mehr von Freunden gekriegt habe. Und es kommt aber von dem Pink Panther, von dem Inspektor Clouseau, den Peter Sellers gespielt hat. Und die fanden das halt stimmig, weil ich so eine schizophrene Herangehensweise habe. Ich bin im täglichen Leben eher so ein bisschen ruhiger oder tauche halt erst auf und dann aber auch nicht immer super teil, sondern schmeiß Sachen um, bin halt tollpatschig und dann gehe ich trotzdem auf die Bühne und rock die Leute und das fanden sie irgendwie so Clouseau-mäßig. Typ, der völlig unorganisiert ist, keinen Plan hat, kein Konzeptmensch und trotzdem am Ende den Fall löst. Und das hat halt gepasst, war aber auch so eine Zeit, wo ich nach einem Namen gesucht habe. Hallo? Etwas chaotisch gerade. Jetzt sind wir eingesperrt, kann das sein? Nee, es klingt nur so. Wir sind jetzt mit Clouseau eingesperrt, das werden wir ausnutzen. Was ist denn dein Lieblingsfilm, wenn es nicht der Rosa-Rote Panther ist? Ach, das ist immer echt schwierig. Das ist wie mit Musik. Es gibt so viele Filme, die ich geguckt habe, die ich cool finde. Muss ich echt überlegen, verdammt. Ich fand jetzt Persepolis cool. Der kam gerade raus, ein Zeichentrickfilm, der extrem cool ist. Und ich ziehe mir aber auch genauso Blockbuster, Hollywood, blöde Filme rein, um mein Gehirn auszuschalten. Ich finde immer die Mischung ganz cool zwischen so Kunstfilme und ganz großes Kino, also so Hollywood. Ich stehe schon auf Happy End irgendwie oder auf gewisse Hollywood-Sachen, aber ich mag auch Sachen mit Sinn, aber nicht diese ganz Kunst-Kunst-Filme, die langweilen mich dann auch. Also Arte ist tabu? Nö, das nicht, aber so... Ja, manche Sachen schon. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich den ganzen Tag so angespannt bin und so viele Sachen machen muss und nachdenke, dass ich froh bin, mal den Kopf auszuschalten. Ich habe dafür keinen Fernseher. Also mein Fernseher habe ich kaputt gemacht, weil es mir auf den Sack ging. Einfach Fernsehen an sich, finde ich. Was hast du kaputt gemacht? Zerschlagen? Boden? Ich habe ihn hochgehoben und fallen lassen. Und dann absichtlich? Ja. Es war eher so, ich hatte einen Fernseher, da war die Fernbedienung kaputt und ich lag immer im Bett und musste die praktisch immer so umschalten. Und es kam nur Scheiße. Und irgendwann habe ich das Ding dann einfach so fallen lassen, also jetzt nicht durch die Wohnung geworfen. Und dann war das Ding erledigt. Zum Doofe war nur, es war nicht mein Fernseher. Das heißt, du kommst ganz ohne Fernseher aus in deinem Leben? Ja, und ohne Radio auch. Ohne Radio? Du als Musiker magst kein Radio? Das färbt dann halt nicht so ab. Also ich habe kein Radio und komme auch gut aus, weil... Aber die meisten Radios läuft auch nur scheiße. Also insofern gibt es da auch, kannst du vielleicht Deutschlandfunk hören oder mal einen alternativen Sender oder so. Und in Thüringen sieht es dann auch schwierig aus. Also Jugendsender sind dann so viel Ballerei, ist zwar cool, die supporten uns auch, finde ich cool, aber diese alten Sender, die haben dann ihre 80 Hits, diese alten, sag ich mal, die selbst meinen Eltern auf den Sack gehen. Insofern kannst du Radio und Fernsehen eigentlich knicken. So, da ist schon Arte und Phoenix cool beim Fernsehen. Und aber was wäre das perfekte Radio für dich? Welche Musik müsste da laufen? Musik, die mich überrascht. Ich finde ja diese Profilsachen, die es gerade so gibt, so ungefähr höhere, ähnliche Musik wie, oder wir bieten die an, ich weiß nicht, wie das heißt, das finde ich ganz lustig, aber perfekte Radio ist schon, ich finde es schon quer durch den Gemüsegarten cool. Es muss jetzt nicht immer nur ein Stil sein. Aber es sollte eben Musik sein, die auch von Musikern gemacht ist, die den Schwerpunkt auf die Musik legen und nicht auf Verkauf. Kommen wir nochmal zu deiner Musik. Also wenn ich mir den Text von Keinen Zentimeter anhöre, gilt auch für andere Texte von dir, dann muss ich sagen, es ist doch schon irgendwie ein Genuss für jeden Lyrik-Fan. Was bedeutet dir denn Sprache? Na, mir bedeutet Klang viel. Also ich gehe in erster Linie total nach Klang. Ich suche halt, die deutsche Sprache ist halt wie Klingonisch irgendwie. So muss man aber die ganze Zeit umdenken und überlegen, aber sie hat viel zu bieten. Es gibt halt Wörter wie Mutterseelen allein, gibt es halt im Englischen gar nicht, oder Zeitlupe oder so. Es gibt so geile Wörter, wenn man länger überlegt, ist es cool. Ich finde, ich liebe dich klingt sehr ungelenkig. Und In welcher Sprache klingt denn ich liebe dich am schönsten? Na, im Englischen klingt es cool. Love, oder ich glaube, in jeder anderen Sprache außer in Deutsch klingt es, glaube ich, ganz cool. Da muss man überlegen im Deutschen, dass man das umschreibt, aber dafür hat halt die deutsche Sprache eine sehr bildhafte Sprache und sehr detailliert. Ich setze halt viel, arbeite lange an den Texten, dass die cool klingen. Das heißt, Clouseau wird nie Ich liebe dich sagen?
weiß ich nicht, vielleicht breche ich das dann auch irgendwann mal wieder und bringe so einen Song raus, der nur ich liebe dich. Aber ich glaube nicht. Auch dich, hast du es jemals schon gesagt in deinem Leben? Nee, ich habe es immer umschrieben und das kann man auch sehr gut machen und dann weiß man auch, was gemeint ist und es hat dann auch ein bisschen mehr Gewicht. Also in einer anderen Sprache hast du es auch nicht gesagt? In einer anderen Sprache auch nicht, nee, dann bin ich dann albern. Was ist deine Lieblingssprache? Du hast jetzt gesagt, Deutsch findest du sehr facettenreich. Es ist meine Lieblingssprache insofern, dass ich andere Sprachen nicht gut sprechen kann und mich, sag ich mal, durch meinen Beruf, durch das Musikmachen so viel damit beschäftige, dass die anderen Sachen zu kurz kommen. Also ich habe mal mit Grand Asian zusammen Musik gemacht, der hat in einem Interview gesagt, Clouseau has the most fucked up English I ever heard oder sowas. Das ist auch richtig. Mein Englisch ist nicht so toll, aber die Musik kombiniert das dann. Also im Prinzip ist das ja eine Sprache für sich. Oder wenn man Leute trifft, die so ähnlich sind, wie man selber ist, dann kann man viel mit Humor und viel mit Gesten vermitteln. Und, ja. Du warst ja auch fürs Goethe-Institut unterwegs, um die deutsche Sprache zu repräsentieren. Kann man sagen, dass du ein moderner Goethe bist, der die Schönheit der deutschen Sprache mit der Musik kombiniert? Würde ich nicht sagen. Ich glaube, Goethe war viel, noch viel sprachbegabter. Ich verwechsel auch den und dem und alles Mögliche. Also ich bin da gar nicht so tight wie manche Leute. Also ich war ein richtiger Geistlicher, also ein richtiger Freak so. Aber ich bin schon ein Geschichtenerzähler aus meiner Zeit. So einfach ganz normaler Geschichtenerzähler. Erzählen deine Songs dann Geschichten? Also ausschließlich von dir, von deinem Leben? Ja und nein, also so ein Album ist keine Autobiografie in dem Sinne, aber es ist natürlich viel Privates steckt da drin. Ich versuche es aber immer zu entschlüsseln, zu verschlüsseln und zu entschlüsseln und verschlüsseln, beides eigentlich. Ich finde halt Gegensätze relativ cool, also Sachen, die man so und so ausleben kann, finde ich halt cool. Und ich suche mir auch gerne eine Situation raus, die nicht unbedingt so stattgefunden haben muss, um was zu beschreiben, was im Kleinen zu beschreiben, was man aufs Große projizieren kann. Ich höre natürlich auch gerne Leuten zu, also wenn man eine Geschichte erzählt, bin ich wie ein Journalist, ich saug das auf, aber gebe es nicht sofort wieder, sondern es kommt dann eigentlich wieder, wenn ich Musik höre oder Akkord spiele oder sowas. Mhm. Auf der Gitarre. Ich habe mir das Video angeguckt, zu keinem Zentimeter, da spielst du jedes Instrument, das vorkommt. Kannst du die Instrumente überhaupt spielen oder nur Gitarre? Ich kann Gitarre spielen, kann aber keine Noten und weiß auch nicht, wie die meisten Griffe heißen. Das habe ich mir mehr oder weniger selber beigebracht. Ansonsten benutze ich alles, was rumsteht. Wenn ich eine Skizze mache, so dass man es am Ende loopen lassen kann. Es kommt so aus dem Hip-Hop, man baut einen kurzen Schnipsel und kopiert den dann immer wieder, um eine Skizze zu machen, um irgendwas zu machen. Also ich spiele gerne mit den Sachen rum, aber ich könnte jetzt nicht in einer Band spielen, außer mit der Gitarre vielleicht. Und da muss ich auch immer mich umdrehen und fragen, stimmt der Ton so ungefähr? Ich erkläre viel, wenn ich der Band was erkläre, erkläre ich es mit Händen und Füßen, mit Farben und mit Gefühlen. So. Und das verstehen die dann? Das verstehen die und die finden es auch cool, weil man bewahrt sich eine gewisse Naivität, die wichtig ist in der Musik, um es nicht zu verkomplizieren. Oder man ist schon so gut mit der Kunst, die man macht, dass man wieder zurückfindet. Also wie jetzt bei Malerei ist ja auch so, dass man viele Techniken lernt und irgendwann wieder naiver wird. So. Also ich glaube, ich würde gerne irgendwann Noten können. So, das würde ich auf jeden Fall auch mal können. Und dann selbst beibringen, autodidaktisch oder Unterricht nehmen? Nö, kann man schon. Ich finde schon cool, wenn mir das einer beibringt. Und was für ein Student dabei? Die können dir das so erklären. Vom Prinzip her schon, aber also irgendwie finde ich da wahrscheinlich noch zu ängstlich. Kommen wir mal ein bisschen zum Verlauf deiner Karriere. In den letzten Monaten ist viel passiert. Du warst Zweiter beim Bundesdeutschen Song Contest, knapp geschlagen. Hattest dann unter anderem auch vorher und nachher Touren mit Grönemeyer, Fanta 4, den Helden. Wann ist es denn soweit, bis sie dich supporten werden? Ach, um Gottes Willen. Nee, ist es eher soweit, dass wir jetzt eine Tour spielen, die ausverkauft ist, zum ersten Mal. Und dass wir so, sag ich mal, selber so wachsen, dass ich auch, ich habe nie viel von Features auf Alben gehalten, wenn das nicht passiert ist. Und jetzt habe ich einmal rausgebracht, da ist eigentlich gar kein Feature drauf, außer Spurlinie-Sängerin. Ich finde es halt cool, wenn man so gesund wächst und größer wird, das finde ich schon cool. Wir kommen jetzt in die Situation, dass wir selber überhaupt irgendeine Band mit auf Tour nehmen können, auf der nächsten großen im November. Ja. Und da gucke ich schon rum, welche Künstler, was finde ich interessant und welche Künstler
sind so in der Musik drin und bringen eine Macke mit und machen so viel Mucke, dass es eben was bringt, dass die mit aufs Spiel kommen, dass sie eben danach ein Album rausbringen oder einfach liefern. Vielleicht mal ganz kurz zu der Natur. Ich habe mal im Internet ein paar Fanmeinungen gelesen. Die haben, also einige Fans haben sich auch kritisch geäußert, haben gesagt, verdammt, jetzt ist Clueso kein Geheimtipp mehr, jetzt werden die Tickets teurer und die 12-Jährigen hängen auf den Konzerten rum. Naja, also wir meiden schon ziemlich, also wir, ich glaube, wir haben letztes Jahr oder mehr Sachen abgesagt als du. Also viele Sachen einfach nicht gemacht und ich weiß selber, dass ich eine Teenie-Fresse habe und das, deswegen meiden wir auch die Teenie-Presse. Ich finde es aber auch doof, denen das vorzuenthalten, warum sollen die ganze Zeit Britney Spears sein. Bis jetzt ist es noch cool, also es ist eine gesunde Mischung, wenn man mal auf ein Konzert geht von uns, dann sieht man eben, dass manchmal sogar ganze Familien kommen. So. Also, dass Leute aus dem Reggae kommen, dass Leute aus dem Hip-Hop kommen, dass Leute aus dem Rock dabei sind, musikbegeisterte Leute, die die Band cool finden, weil das gute Musiker sind. Und natürlich ist die erste Reihe ein bisschen kürzer. Das ist aber auch okay. Also ich finde so dieses, jetzt ist er kein Geheimtipp mehr. Ich meine, ich will natürlich das, was ich erzähle, unter die Leute bringen und auch viele Leute erreichen. Und mit Grönemeyer war es so eine Möglichkeit, mal reinzuschnuppern, ist denn überhaupt, sind ganz viele Leute was für mich. Und ich finde, wie war es mit Grönemeyer? Das war extrem cool, also die ersten Tage nicht, weil das natürlich Wahnsinn ist, so ein Stadion, 40.000 Leute, das kann man gar nicht begreifen. Und dann irgendwann will man die Bude auch rocken und wenn es dann rockt, dann merkt man, okay, das ist schon cool, so eine gekesselte Masse zu begeistern, die sich fast auch selber begeistert und zum Zuhören zu bewegen, ist interessant, also das gefällt mir sehr. Natürlich nur mit Abwechslung. Wir haben noch ein Jazz-Trio, mit dem wir auf Tour gehen und kleine Konzerte spielen, Geheimkonzerte in irgendeinem Keller, nur Mundpropaganda oder den Namen ständig ändern. Ich brauche immer die Abwechslung und das ist auch, ich glaube, so Clueso, da ist der Independent-Charakter immer noch mit drin. Wir können gar nicht anders. Der wird auch bleiben, ähnlich wie es jetzt immer noch auch bei den Toten Hosen ist, die nach wie vor noch Wohnzimmerkonzerte spielen. Na klar, das fetzt ja auch. Also es ist ja auch geil. Also wir nur große Sachen und abgeschottet zu sein und irgendwie. Ich weiß, wenn ich jetzt ein Konzert gebe und 2 Stunden lang Leute begeistert, dass ich danach nicht in die Masse gehen kann und mittanzen. Das ist völlig blöd, weil dann wollen alle ein Autogramm haben, sind natürlich aufgegeilt und heiß. Das ist natürlich Quatsch, so dann haue ich schnell ab. Aber vom Prinzip her bewege ich mich in meiner Stadt frei, gehe auf Partys, Wohnzimmerkonzerte geben oder kleine Sachen machen und auch mit unbekannten Künstlern arbeiten, überhaupt ganz normal bleiben, weil ich ein Umfeld habe, das auch ganz normal ist. Schön, dass du sagst, aufgegeilt und heiß. Ich habe erst die Tage ein Interview gelesen von dir und da hast du noch gesagt, früher in deiner wilderen Hip-Hop-Zeit war das mit Groupies doch schon gelegentlich so eine Sache. Dann ist es doch schon näher gekommen. Na, zumindest hat man da den Rock'n'Roll, sag ich mal, ausprobiert. Einfach so das Rock'n'Roll-Leben, so auf Tour gehen, nach dem Konzert noch eine schöne Party machen irgendwie, dann 15, 16, Groupies und solche Geschichten auch mal ausprobieren und mal irgendwo anders pennen. Das ist jetzt alles viel gesetzter, viel cooler. Man ist froh, wenn man ein Privatleben hat, weil ich viel Privates in meiner Musik lasse. Deswegen versuche ich das auch zu safen, so ein bisschen wie Columbo, seine Frau, weiß man auch nicht, wie die aussieht. Und versuche natürlich auf Tour, nutze ich eigentlich die Gelegenheit, um mich fit zu machen. Also ich trinke dann keinen Kaffee, keinen Kaffee zumindest, das ist mal Espresso, wir trinken keinen Alkohol, weil du schaffst es auch nicht. Ja? Wenn du 5 oder 6 Konzerte hast hintereinander, ist es einfach scheiße für eine Stadt, wenn du kommst und bist total im Arsch. Das ist doof für die Leute, die ihr Geld bezahlen, um dich einfach mal fit zu erleben. Das heißt, du hast die Rahmenbedingungen mit der Musik gewandelt, weil von Rock, von deinem Hip-Hop bis zum Pop, du wurdest softer, sanfter. Hast du auch dein Verhalten geändert? Nö, also gar nicht. Und es ist auch nicht softer oder sanfter. Ich denke, dass die Energie jetzt mehr von innen kommt. Also in der Musik Ruhe reinzubringen, ist extrem schwierig. Das ist praktisch, wir versuchen ja, in jeder Kunst versucht man die Perfektion, also das, was man perfektioniert hat, wieder zu perfektionieren und sich zurückzunehmen als Band, das ist eigentlich die hohe Kunst. Das kann auch wieder ausbrechen. Ich versuche halt nur nicht das zu liefern, was auf dem Album schon da gewesen ist, sondern neue Sachen zu machen. Aber vom Prinzip her sind wir nicht viel ruhiger, wir brechen natürlich auch aus und ich gehe auch gerne auf eine Party und trinke einen über den Durst. Da habe ich zum Glück Leute, die mich dann safen und sagen, die gucken schon alle, lass mal in den Techno-Schuppen gehen, da kenne ich keinen. Ist das so? Musst du schon aufpassen, wo du... Gibt's, also ist ja auch nicht überall so. Es ist völlig, bei mir ist es völlig unterschiedlich. So, es kann sein, dass ich irgendwo hingehe und mich plötzlich viele Leute kennen, es kann sein, dass mich keine Sau kennt. So. Aber zum Glück habe ich Leute, die mit drauf achten.
ich weiß eben, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Das ist halt ein Unterschied. Das so. Heißt, du hast mir auch mal gesagt, möchtest dich immer sehr authentisch gegenüber deinen Fans verhalten. Aber das heißt schon, dass du schon aufpasst, was du genau machst, beziehungsweise aufpassen lässt. Dass ja, genau, nicht wieder ich lebe viel zu sehr im Jetzt, als dass ich das ständig die Außenbordkamera einschalten könnte. Also ich habe Freunde, die einfach mitgucken. So. Braucht man denn diese Bremse? Na klar, also es ist einfach, ist doch was Normales, wenn du jetzt irgendwo hingehst und dich jede Sau kennt und unterm Tresen hängst, dann ist es cool, wenn ein Kumpel hast, der sagt, komm, wir gehen hier raus. Also jetzt so als Beispiel, ja. Oder du irgendwas machst und mal ein bisschen frei drehst. Ich habe natürlich auch das Image als sag ich mal, als Smarter, da will ich natürlich auch mal ausbrechen, der coole Kerl sein, sag ich mal. Dann ist es cool, wenn Leute einfach einen immer wieder zurückholen zu dem, was man eigentlich ist und einfach ein bisschen bremsen. Das ist was sehr Gesundes. Und wie ist Thomas Hübner wirklich? Jetzt hast du wie ist er wirklich? Ja. Wie ist er privat? naja, ganz normal, sag ich mal, vielleicht die gesunde Mitte und ein hyperaktiver Freak, der auftaut, wenn er merkt, dass die Leute. Also ich ziehe halt die Aufmerksamkeit langsam auf mich. Ich habe die Meise, dass ich im Mittelpunkt stehen will, aber ich komme nicht rein und beanspruche den Raum für mich. Sondern ich mache das so ganz allmählich und am Ende bin ich dann laut, aber nicht am Anfang. Kommen wir noch ganz kurz aufs neue Album zu sprechen. So sehr dabei heißt's. Ja. Wobei bist du denn so sehr? Na, in der Musik. Ich bin zu 150% das, was ich tue. Und häng so knietief drin und wir alle auch. Also praktisch ist es Projekt Clueso, was man ja trennen muss, auch von meiner Person, gewachsen. Da hängt so viel dran und wir hängen alle, sind alle dabei eigentlich. Sowohl die Fans, die mit uns gewachsen sind, das ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen so, boah, sondern die Leute kennen uns ja schon länger und kennen auch alte Sachen, die sind so sehr dabei und beobachten das mit, wir sind so sehr dabei. Auf Tour sind meine ganzen Freunde dabei, also jeder Techniker sind alles Freunde. Leute, die ich schon länger kenne. Tja. Wir hängen einfach da drin und der Name hat gepasst. Also ich gucke, wenn ich ein Album fertig habe, gucke ich immer, was passt jetzt. Ich kümmere mich eigentlich ziemlich spät um den Namen, weil einfach ich in der Musik drin hänge und dann denke ich mir, oh fuck, jetzt brauchst du einen Namen, der Grafiker braucht einen Namen, wir brauchen einen Namen. Wie nennen wir das? Und das dabei hat einfach gepasst. Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt so. Und ich gehe da auch nach Klang. Vorher hatte ich Text und Ton, Mindmake, gute Musik. Und jetzt brauche ich mal oder so vom Ding her. Finde ich schon cool. Also so ein Name wächst auch. Wenn ich jetzt eine Band angucke wie 1-2, dann denkst du auch, wie heißen die 1-2? Aber im Prinzip, wenn du ein Bild hast zu dem Namen, dann fetzt es, dann ist was ganz Normales. Und wie ist die Musik auf deinem neuen Album? Wie die ist? Ja. Wenn du die charakterisieren müsstest, auch im Vergleich zu dem, wie wir Clueso bisher kennen. Das ist schon sogar ein Stückchen größer, also es ist groß, es ist ein Stückchen größer als ich auch, weil so viele Gehirne und Herzen mit dabei sind, dass wir lange überlegt haben, wie was ist, ohne dass es verkopft ist. Und es ist auch, wir haben es versucht, also bis dahin war gute Musik mein Lieblingsalbum. Und ich wollte es einerseits so rumpeliger haben, so rumpelig wie damals, so unbeholfen. Das liegt daran, dass ich keinen Plan hatte von Aufnahmen, alles selber gemacht habe. Man will es aber auch perfektionieren, nicht nur 3 Mikrofone für ein Schlagzeug benutzen. Und deswegen ist es, haben wir viele Mikrofone angeschlossen, um das einen Live-Charakter zu halten. Ich habe viele alte Musiker gehört, Bob Dylan, Neil Young, und habe Biografien gelesen von Red Hot Chili Peppers, die in so einem Haus aufgenommen haben. Das haben wir auch gemacht, in Spanien aufgenommen. Der Engineer saß mit im Raum und du hast das Gefühl, du bist auch dabei mit in dem Raum. Und wenn mal sich einer freut und ja macht, dann ist es auch drauf. Dieses Gefühl wollte ich haben. Und wenn die Band am Ende spielt und im Orbit ist, dass man das auch lässt, einfach. Ein Song darf auch 8 Minuten gehen oder 6. Wie Geisterstadt. Man ist wieder schön nah an der Musik, gefällt mir. Weil Beck war ja eine Probierphase, wo ich noch was ausprobieren wollte, wo auch ziemlich viel drin ist, aber ein Album ist auch immer ein Zeitdokument. Das muss dann auch irgendwann raus. Ich bin jetzt sowieso auch schon wieder wo ganz anders. Wo? Genau, also letzte Frage, wo geht's denn noch musikalisch hin? Wir haben, also es gibt verschiedene Ideen, die ich so an Himmel hänge, für die ich brenne. Also es hat das Orchester, was aus sich herausgewachsen ist, mit dem wir beim Bundesmischen waren. Stüberphilharmonie, das ist ein Freund von uns, die selber ein Orchester haben. Das ist extrem schwierig, so ein Ding zu halten, wenn das nicht staatlich finanziert ist oder von irgendeinem Radiosender. Damit versuche ich das zu machen, hausieren zu gehen, zu sagen, guck mal, wir haben ein Orchester. Ich habe ein Jazz-Trio, mit dem ich viel mache, mit dem auch Songs entstehen. Und jetzt mit Band, wir sind heiß und wachsen immer mehr zusammen, dass da auch was passieren wird. Und dann
kann ich mir auch vorstellen, dass es mal wieder so ein Album wie Text und Ton gibt. Also Text und Ton 2 oder sowas. Mhm. Also wo ich habe viele Rap-Songs geschrieben, die ich bewusst nicht draufgepackt habe, weil Songs auch zueinander stehen müssen. Also so. Aber nochmal was komplett Neues wird es nicht mehr geben. Oder also eine ganze Menge neue Sachen. Und dann auch noch krasser Wandel, ein komplette. Ich kann mir alles vorstellen. Das Ding ist, bei mir ist halt der rote Faden die Geschichte, also die Geschichten, die ich erzähle und die raue Stimme im Prinzip und die Art und Weise, wie ich Sachen mixe. Ganz frech. Ich könnte mir auch ein Elektroalbum vorstellen, völlig egal. Ich bin da extrem offen. Es muss aber passieren. Es darf nicht kreiert werden oder konstruiert. Muss halt eine Sehnsucht da sein und dann passiert das oder eben auch nicht. Gut. Das war's so für euch.